bisschen üben. Oh je, dieses Windspiel kann ich nicht. Oha. Okay, Samen. Die müssen richtig gegossen werden. Reis muss eigentlich sehr, sehr gegossen werden. Das ist ja. Muss eigentlich beim Wasser gebaut werden. Das wird hier, glaube ich, echt in so Wasserbecken wird das angepflanzt. Reis braucht wirklich sehr, sehr, sehr viel Wasser. Achso, auf die Insel wollte ich. Eine weitere Insel zum Ausbeuten. Ein Schaf. Oha, ein Haus. Oh, kriegen wir einen neuen Mitfahrer. Oh, hallo junge Dame. Wie geht es dir? Oh ja, genau. Vielleicht kannst du mir helfen. Du bist dort unten doch schon doch sicher auf ein laufendes, wolliges Schaf gestoßen. Exakt. Du kommst einfach an einen neuen Ort und zerstörst erstmal das Ökosystem. So sieht's aus. Ich würde es wieder in den Pferch treiben. Und dieses sture Ding wollte einfach nicht auf mich hören. Du hast aber Glück, dass denn seine Schwäche ist seine Gefräßigkeit. Es wird also jedem folgen, der es füttert. Wir können das füttern? Wärst du so nett und würdest es versuchen? Natürlich sehr gerne. Wo bist du, Schaf? Schäfchen, Schäfchen. Karottchen. Überfüttern wir es. Ein Schaf, zwei Schafe. Meine Güte. Oh, was für ein nettes Schaf. Es ist dir bis zu dem Zaun gefolgt. Du hörst sicher immer auf deinen Magen, nicht wahr, kleiner Kerl? Hihi, meine Söhne waren genauso. Findest du nicht auch, dass es einsam aussieht? Vielleicht ist es deswegen losgezogen. Ich werde ihm Gesellschaft leisten, keine Sorge. Aber vielleicht, wenn du noch ein verirrtes Schaf findest, könntest du es vielleicht hierher bringen. Dann können sie sich unterhalten. Also nur, wenn es dir keine Unannehmlichkeit bereitet. Oh, ich bin übrigens Alice. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Wir lernen hier Neues. Neuen Mitfahrer, Mitfahrerin kennen. So, Schäfchen, Schäfchen, Schäfchen. Ist irgendwo noch ein zweites Schäfchen? Hier nicht.
da oben bestimmt. Minenschacht. Verdammt. Kohle, 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 Kohle. Genau. Schubdidu. Willkommen zu Minecraft. Weitere Apfelsachen. Okay. Wo sind wir hier gelandet? Schön. Können wir uns jetzt mal hinsetzen und das Abendlicht genießen. Egal, weiter geht's, wir müssen ein Schaf finden. Viel Zeit habe ich nicht zum Ausruhen. Echte Zwerge hier. Gleich mal in die Mine gehen und das Minenhandwerk betreiben. So wie es sich gehört. Okay. Da ist Luft, aber wir können die nicht benutzen. Zu schwer dafür. Ich habe kein Schaf gefunden. Wo ist denn das andere Schaf? Finden wir hier ein Schaf? Zwei Schäfchen? Nö. Wo soll man ein zweites Schaf auftreiben? Kopfplatz. Hmm.
Was machen wir jetzt hier? Wo finden wir das Schaf? Muss doch irgendwo noch ein zweites Schaf unterwegs sein. Hat man hier nicht ein schwarzes Schaf? Ganz am Anfang. Ja, was muss. Das können wir ja nicht auf. Das können wir ja nicht mitnehmen. Von den anderen Inseln. Oder können wir zu den anderen Inseln und dort? Ich glaube nicht, dass das geht. Dass wir ein Schaf mitnehmen können. Erstmal Nacht. Erstmal schlafen. Neue Ebene entdeckt. Ein Steinbruch. Gab es hier in dem im Ort mit den vielen Arbeitern, gab es dann auf die Felder, dort gab es bei den Feldern, da gab es doch bestimmt einen. Gab es da ein Schaf? Reis. Oha. Sonnenfinsternis. Das ist neu. Nein. Das Sonnenfinsternis hat man ja auch noch nie. Schlagartig wird's dunkel. Altes signiertes Poster, oha. Was ist denn hier los? Ist eine Markierung drauf? Natürlich. Hast du die Kompüse vergessen? Muss wirklich aufgewertet werden. Ja, aber du musst jetzt ein Material für sammeln. Willst du mir sagen, das habe ich jetzt oder? Nee, da brauche ich noch Sachen. Das muss erstmal noch warten. Da scheint die Sonne wieder. Interessant. Warum sind alle so ungeduldig? Keine Ahnung. Sind wir gleich da? Schäfchen. Ich meine, hier eins gesehen zu haben.
Schäfchen, Schäfchen, Schäfchen. Schäfchen. Ah, hier, das ist der Drohne. Hat das Schaf gerade über Bären gesagt? Das war wahrscheinlich. Ist auch für dich eine Karotte. Nicht gleich zu beeindrucken, die Schafe. So, mal schauen. Folgt es mir bitte mit aufs Boot, oder? Oh, Stella. Du hast solch faszinierende Dinge über diese Reise erzählt. Davon muss ich mich einfach selbst überzeugen. Dieser Ort ist so schön und friedvoll. Weißt du was? Ich fühle mich hier auf seltsame Weise zu Hause. Als ob ich schon immer durch diese Wälder gestreift wäre. Vielleicht in einem anderen Leben. Tatsache. Es kommt mit aufs Boot. Schaf an Bord. Okay, das kann man nicht kuscheln. Schade. Dann mal zurück zu der Insel hier. Der mal einen Kompagnon mitzunehmen. Einen Kompagnon. Kompagnonier. Die gute Ennis. Da ist wieder Sonnenfinsternis. Das ist merkwürdig. Es ist würdig, es sich zu merken. Hui. Alte Couch. Schon ist wieder Tag. Es war eine ganze Zeit Tag, aber. Und die Sonne wieder hervor. Schäfchen. Zupft hier einfach rum. Kommst du mit, Schäfchen? Was gibt es nicht? Mal schauen, ob das mit auf die Insel kommt. Oh ja, da ist das Schäfchen. Hier ein Kompagnon für dich. Gut gemacht. Du hast ein zweites Schaf gefunden. Oh, sieh dir nur an, die beiden werden sich sehr, werden sicher sehr gut miteinander sein. Oh, die sind aber nicht sehr herzlich. Das überrascht mich etwas. Ja, sie werden sich wohl erst besser kennenlernen müssen. Sicher werden sie schon bald die besten Freunde sein. Was mich anbelangt, es war schön gebraucht zu werden. Was? Du möchtest, dass ich mit dir auf Reisen gehe? Oh nein. Nein, 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 nein.
Ich möchte mich euch allen nicht aufdrängen. Außerdem gibt es hier keinen Platz für mich. Das Schiff ist groß genug. Wir werden es noch größer machen. Also, stimmt schon, die Insel ist etwas karg, aber ein kleines Häuschen würde wundervoll hierher passen. Ein kleiner Bungalow mit schönen Ranken und ein paar Topfblumen vielleicht. Mit hellen Farben und einer gemütlichen Landhausfassade. Oh, und grünen Jalousien. Das wäre traumhaft. Oh, tut mir leid, ich war in Gedanken. Nein, geh du nur. Ich bin hier gut aufgehoben. Jetzt müssen wir dem der Alice noch das Landhaus bauen. So, auf dem Schiff. Dann komme ich auch mit. Was brauchen wir? Eine Eisenbarren. Okay, dann weiß ich, wo wir das nächste hinsteuern. Steuern wir als nächstes an die Mine. Eine Mine. Sie nennen das eine Mine. Das ist ein Steinbruch. Dann gehen wir wahrscheinlich mal dorthin. Steuern wir das Ziel mal an. Da können wir dann, den Rest haben wir schon, brauchen noch 4 Eisenbarren. Jetzt wird's wirklich, das artet wirklich in Minecraft aus. Ein Landhaus auf dem Schiff. Denke ich mal. Wir werden ja wohl jetzt nicht ein Landhaus dort auf dem Land bauen. Das ist ja. Kontraproduktiv. Wir wollen hier mitnehmen. Was gibt's? Mangelst du denn nicht mehr? Das wirkt so beruhigend. Du wirst einfach die Leine aus und wartest. Das ist so entspannt, aber dann wird es zum Kampf deines Lebens. Du steckst ein ganzes Herzblut hinein. Was daran ist nicht faszinierend. Wenn du meinst. Oh ja, Angeln ist so großartig. Hoseki Steinbruch entdeckt. Ich schätze mal, für den Barren, für den Eisenbahn brauchen wir noch erstmal eine Schmiede und so. Wie auch immer. Da kümmert sich Zukunftszwänge drum. So, hier waren wir stehen geblieben. In die Mine geht's. Sie nennen es eine Mine. Eine Mine. Wir brauchen irgendein Material, brauchen wir, um irgendwas zu bauen. Keine Ahnung. Das ist lange her, der letzte Stream. Kohle war es schon mal nicht. Erinnerst du dich noch, welches Material wir gesucht haben? Ich hab zumindest gehofft, dass es hier sein würde. Das weiß ich noch. Irgendwas aus der Mine. Ja. Irgendwas, was hoffentlich in der Mine ist. Also es ist dann nicht. War nicht gesagt, ob das. Bisher haben wir Kohle gefunden. Oh hi. Ich glaube, ich soll den Typen da drüben einweisen. Dazu habe ich aber wirklich keine Lust. Ich bin schon eine ganze Woche lang richtig müde. Nachts liege ich ewig wach. Hoffen wir einfach, dass er die Arbeit verstehen wird. Ohne meine Hilfe.
Soll er allein in die Klapse gehen? Du brauchst nicht anweisen dafür. Ich bin alleine. Heute ist mein erster Arbeitstag. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Niemand unterweist mich. Alles hier fällt auseinander. Aha. Bisher nur Kohle hier. Das ist echt. Echt unoptimal. Hier ist was, Eisenerz. War es das, was wir gebraucht hatten? Kohle haben wir auf jeden Fall genügend. Das ist ja auch lustig in der Mine. Der Vorarbeiter hat keinen Bock, den einzuarbeiten. Und er ist aufgeschmissen, weil er nicht eingearbeitet wird. Okay, Georgie, reiß dich zusammen. Heute ist dein Tag. Alles dreht sich nur ums Graben. Lass die Probleme draußen vor der Tür. Heute ist ein neuer Tag. Tief durchatmen. Okay, und der ist nervös. Wo steht denn die Katze dort im Weg? Gefährlich, der Katze. Warum wächst den Pilz in der... Okay, diese Dinger können wir noch nicht benutzen. Lernen wir vielleicht noch. Kriegen wir über einen Gleiter. Können wir die benutzen. Mein Manager ist echt gestresst. Er meinte, ich soll heute still sein. Ich sollte nicht einmal mit dir reden. Na, heute kommen welche von der Verwaltung. Ich sollte einen guten Eindruck auf sie machen. Ich habe meinen geschäftlichen Gesichtsausdruck geübt und so weiter. Hoffentlich sehen sie mich in dieser Finsternis überhaupt. Von diesem Bergwerk direkt in die Vorstandsetage. Es geht bergauf. Aha. Der erste, der Vorstand. Ein bisschen Eisenerz. Ich hoffe, Eisenerz ist das, was wir brauchen. Dann habe ich schon ein wenig was gefunden. Wenn man die Sonne nicht sieht, kann man so tun, als sei immer Mittag. Dann sagt mein Chef immer bei... Das sagt mein Chef immer bei Meetings. Ah, deswegen wird hier nicht gearbeitet. Das ist die Ursache. So, wo geht's hier wieder raus? Ich glaube, da kann man ja. Nein, hier nicht. Immer rechts lang. Wie konnte man nochmal die Katze streicheln? Ich meine, das war die. Das wäre dann. Machen wir ein Boot dann wieder. Ach, hier geht's raus. Inzwischen Nacht geworden. Hier ist noch Pilz.
Du musst hinknien, wenn du eine Katze streicheln willst. Knie ich mich hin. Ich teste mal das nochmal. Ich habe es gerade fast gemacht. So, hier. Ah, so. Süß. Die müssen wir mal wieder pflücken. Reis. Was haben sie gepflanzt? Schlauchschnalle. Okay, wir sollten doch irgendwas. Das, die Mission war hier den. Irgendwas sollten wir jetzt besorgen für den. Wir hatten da neues. Eine neue Seele, ein neues Tier, was wir mitnehmen konnten auf die Insel, auf das Schiff. Erinnere ich mich da richtig? So, morgens früh alle aufstehen.